Hey Leute, jeder kennt und liebt Langosch. Ich werde heute welche selber machen, ganz normale und gefüllte Langosch. Und wir starten mit einem Germteig. So, mein Germteig ist fertig durchgeknetet und jetzt lasse ich ihn mal rasten. Die wichtigste Zutat zu den Langosch ist ein Knoblauchöl, das werde ich jetzt zubereiten. Einfach nur frischen Knoblauch durch die Knoblauchpresse durch. Dann ein Öl eurer Wahl dazugeben, verrühren und fertig. So, ich habe den Germteig jetzt ungefähr 2 Stunden ruhen lassen und jetzt geht's weiter. Den Teig schön ausrollen. Ich mache ein paar normale Langosch und einige werde ich füllen mit Salami und Käse. Für die gefüllten Langosch gebe ich ein bisschen Ketchup drauf. Streiche das Ganze. Dann kommt Salami und Käse und zuklappen. Das wird mein gefüllter Langosch. Ich habe geriebenen Käse, Feta, Kräuter und getrocknete Tomaten reingegeben. Der ist zwar ein bisschen aus der Form geraten, aber ich werde das schon schaffen. Den Rand fest zudrücken. Das ist zwar ein bisschen ein Zeitaufwand, aber glaubt mir, Leute, wenn ihr das mal probiert habt, wollt ihr nichts mehr anderes essen. Das ist so lecker. So, jetzt kommt noch Salz drauf. Und schön dick Knoblauch, das seht ihr schon, das ist meiner, wo der Käse rausrinnt.